Wir haben eine Menge Energie, aber wir verschwenden sie durch Konflikte, durch Angst, durch endloses Geschwätz über nichts. Wir behandeln das Leben wie ein Spiel, aber wir fragen uns niemals, worin besteht die Kunst zu leben, eine Kunst, die größer ist als irgendeine andere Kunst in der Welt. Wir haben die Freiheit gehabt, genau das zu tun, was uns beliebt. Und eben das hat in der Welt Verheerungen angerichtet. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was einem beliebt, sondern vielmehr, frei zu sein von der Mühsal des Lebens, von unseren Problemen, von unserer Angst, von unseren psychischen, seelischen Verletzungen. Wenn Sie sehen, wie der Mensch zerstört, sich selber und die Erde und die Luft, die Natur und die Tiere, dann fühlen Sie eine große Verantwortung in sich. Wenn man frei ist von jeder Bindung, von jeder Autorität, von allen Illusionen, Bildern, Schlussfolgerungen, in welchem Zustand ist dann Ihr Geist? Finden Sie es heraus. Es ist Ihr tagtägliches Leben. Wir haben so viel Angst, nichts zu sein. Unsere Kultur, unsere Erziehung, alles sagt, sei jemand. Wenn das Bewusstsein mit seinem ganzen Inhalt leer ist, das sind Sie selbst. Zweifeln Sie Ihre Eitelkeit an. Warum Sie eingebildet sind, warum Sie an einem Glauben festhalten, an einer vergangenen Erfahrung festhalten, an vergangenen Erinnerungen. Und wenn der Geist frei ist, das heißt auch, wenn die ganze Mühsal weg ist, was ist dann da? Wenn ich also etwas beende, meine Eitelkeit, meine Schlussfolgerungen, mein ewiges Verlangen, wenn ich das alles beende, was geschieht? Bitte tun Sie es. Beenden Sie jetzt Ihre spezielle Bindung. Kümmern Sie sich um nichts anderes. Sagen Sie, für diesen Moment wenigstens will ich von Bindung frei sein. Was geschieht dann im Geist? Da ist eine gewisse Freiheit, nicht wahr? Und ein Gefühl der Leere. Wenn Sie an etwas hängen, beenden Sie es. Sagen Sie nicht, warum sollte ich das beenden? Denn die Konsequenzen der Bindung sind Angst, Furcht, Eifersucht, Verletzung, Isolation. Das ist eine Tatsache. Daran muss man nicht zweifeln. Vergeuden Sie keine Zeit. Es lohnt sich nicht. Es ist so. Und beenden heißt, das Denken hat nur noch die Regung, sich selbst zu beenden. Haben Sie kein Verlangen, keinen Willen, keine Ideale, Illusionen oder Bilder. Der Geist muss vollkommen frei sein. Dann kommt Liebe, die unvergänglich und unbestechlich ist. Denn Liebe ist nicht Bindung. Der Geist kann nur beobachten, wenn er vollkommen ruhig ist. Sie haben so etwas noch nie gemacht, deshalb sind es nur Worte, Theorien. Um so rein zu beobachten, muss der ganze Organismus und die psychische Struktur vollkommen still sein, nicht kontrolliert. Sobald Sie sich kontrollieren, entsteht ein Konflikt. Das ist alles so klar. Der Konflikt muss deshalb aufhören. Und das heißt, und das ist eine gefährliche Aussage, bitte sehen Sie, wie sie gemeint ist, das heißt absolut keine Kontrolle. Um also ohne jeglichen Konflikt zu leben, darf es keinerlei Kontrolle geben. Sehen Sie, welche Schönheit das hat. Machen Sie das. Dann ist der Geist absolut still. Der Mensch hat immer versucht, etwas jenseits von Zeit und Denken zu finden. Und beim Suchen verfängt er sich. Es gibt zu viele Fallen und Versuchungen. In der absoluten Stille von Geist und Herz, wenn Sie vollkommen frei sind, entdecken Sie es selbst. Das Denken hat wunderbare Dinge geschaffen. Die Architektur, die Musik, die außergewöhnliche Technologie. Und auf der gewöhnlicheren Ebene, wenn Sie nicht denken, können Sie nicht nach Hause finden, können Sie nicht sprechen. So nimmt das Denken einen außerordentlich wichtigen Platz ein. Aber wir untersuchen jetzt die Ursache des menschlichen Elends. Ist das Denken die Essenz unseres Elends? Wenn ja, kann es dann enden. Ein Mensch, der körperlich leidet, wird alles tun. Geld ausgeben,
lange Reisen unternehmen. Alles, um geheilt zu werden. Wir aber scheinen nicht einmal einen Bruchteil jener Zeit damit zu verbringen, dieser Frage nachzugehen, warum die Menschen so leben, warum das Leben so gefährlich, so völlig sinnlos geworden ist. Unsere Liebe, unsere Zuneigungen, unsere Erinnerungen, das Erschaffen von Vorstellungen, das alles ist gedanklicher Vorgang. Und unsere Beziehungen miteinander sind unsere Gedanken. Wenn die Ursache des weltweiten menschlichen Elends darin liegt, dass jeder Mensch in der ganzen Welt darum ringt, etwas zu werden, gleichgültig, ob er in einem kleinen Dorf oder im obersten, modernen, 30. Stock lebt, sie alle folgen diesem jahrtausendealten Muster. Und wenn das die Ursache ist, dann kann sie auf natürliche Weise beendet werden. Was ist dann der Mensch? Ist er dann einfach nichts? Sind sie etwas, wenn sie im Werden begriffen sind? Sie wollen psychologisch etwas werden, aber am Ende sind sie nichts. Und davor haben sie Angst. Wenn also das Werden die Ursache ist, und eine Ursache hat immer ein Ende, und ist dieses Werden der gedankliche Vorgang? Man will sich selber erkennen. Selbsterkenntnis. Sehen Sie diesen Irrtum. Wenn man sich selber erkennen will, fängt man an, sich zu analysieren. Man beginnt zu beobachten, in Frage zu stellen. Doch ist gerade diese Beobachtung, dieses Fragen, dieser ganze innere Vorgang, der Vorgang des Werdens. Das ist etwas sehr Grundlegendes. Jegliche Bewegung des Geistes, etwas zu werden oder nicht zu werden, es ist ein und dasselbe. Das Werden ist ein gedanklicher Vorgang. Wenn man aber sagt, ich erkenne das und muss damit aufhören und etwas anderes werden, dann ist das immer noch gedanklicher Vorgang, nur in einer anderen Richtung. Kann also dieser gedankliche Vorgang aufhören? Der Gedanke hat das ganze psychologische Gebäude aufgebaut. Meine Ängste, meine Verzweiflung, Depressionen, meine Stimmungen, meine Liebe, Gedanke hat alles aufgebaut. Meine Gefühle, meine romantischen Träume, meine Tagträume, das ist alles. Das fällt den sogenannten frommen Leuten schwer zuzugeben, denn sie behaupten, dass in ihnen etwas Spirituelles sei, von Anfang an. Dass sie Seelen haben oder das Göttliche oder dieses oder jenes. Aber das ist alles nur Gedanke. Das höhere Bewusstsein, das niedere Bewusstsein und alles Übrige, das ist immer noch gedanklicher Vorgang, der etwas außerhalb erschafft. Kann man also in der Welt leben, ohne dass der gedankliche Vorgang die Struktur des Werdens aufbaut? Denn sie können nicht viel weiter gehen, solange diese psychologische Struktur besteht. Denn solange ein Zentrum besteht, das ansammelt und im Werden ist, ist dieses Zentrum die Essenz des Denkens. Und ein Geist, der nicht frei ist, nicht frei von der psychologischen Struktur, die der Gedanke aufgebaut hat, ein solcher Geist kann unmöglich weitergehen. Er kann sich selber betrügen. Er kann in Illusionen leben.